Leute, da sind wir beim nächsten Booster. Kaldheim. Das vergessene, lang vergessene Set. Aber habt ihr gesehen, was es in letzter Zeit macht? Gruselig. Gruselig, sage ich euch. Ich finde es gruselig. Ja, das vergessene Set, damals, als Throne of Eldraine noch im Standard war und alles dominiert hat und ich diese scheiß Booster immer noch nicht aufgekriegt habe. Entschuldigung fürs Fluchen, by the way. Und als erstes haben wir eine Karte von der Liste, die ich schon gesehen habe. Es tut mir leid. Und ja, wir haben Quakenbringer als unsere... Wow, das ist ein cooles Typ. Cooles Typ. Dann haben wir ein Sulfurous Mire. Das ist ein Swamp Mountain Snowland, was getappt ins Spiel kommt. Nice. Sarulfs Packmate. 4 Mana 3-3. Wenn er ins Spiel kommt, ziehen wir eine Karte. Mit Vorteil. Wir können diese Karte also für 2 Mana rauslegen und für 2 Mana ins Spiel bringen. Später, ein Zug später. Sehr, sehr cool. Mammoth Grove. 3 Mana, eine Kreatur kriegt +4/+4 mit Vorteil. Ich glaube, wir haben so ein Vorteil-Thema. Ja. Jetzt sind wir zu Bestien, Wölfen. Es kann auch sein, dass wir ein Bestien-Wolfen-Thema haben. Ein rotes Mana, 1-1, Erstschlag, der Fearless Pup. Und wir können für 3 Mana +2/+0 geben bis zum Ende des Zuges. Wenn diese Kreatur angreift, können wir sie halt einmal aktivieren. Oder wenn sie angegriffen hat, diese Runde. Bester Flavortext. So, Gnottenvolt Recluse. 3 Mana, 4-2 Reach. Das nenne ich eine aggressive Spinne. Broken Wings. 3 Mana, wir zerstören ein Artefakt. Eine Verzauberung. Oder eine Kreatur mitfliegt. Hässliche Eule. Shepherd of the Cosmos. 6 Mana, 3-3 fliegend. Wenn der ins Spielfeld kommt, bringen wir ein permanentes Mana kosten 2 oder weniger aus dem Friedhof zurück ins Spielfeld. Sehr, sehr cool. Mit Vorteil. Auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht. Valkyrious Sword. 2 Mana, wenn es ins Spiel kommt, können wir 5 Mana bezahlen, kriegen ein 4-4 Engel mit fliegend Wachsamkeit dabei, wo das Ding ausgerüstet ist. Und die Ausrüstung kriegt +2/+1. Für 3 Mana ausrüsten. Boah, das ist gar nicht mal so gut, aber okay. Okay. Youthful Valkyria. 2 Mana 1-3 fliegend. Wenn sie ins Spielfeld kommt, unter eure Kontrolle, legen wir eine. Immer wenn ein anderer Engel unter eure Kontrolle ins Spiel kommt, legen wir +1 Mana drauf. So ist es korrekt. Nice. Und. Eradicator Valkyrie. 4 Mana 4-3 fliegend. Lifelink. Schutz vor Planeswalkern mit Boast. Wir können eine Kreatur opfern, um den Gegner eine Kreatur oder Planeswalker opfern zu lassen. Ich habe die so stark eingeschätzt und sie wurde so wenig gespielt. Schade eigentlich. Egar, The Freezing Flame. 3 Mana 3-3. Immer wenn eine Kreatur oder ein Planeswalker Access Damage bekommt und wenn ein Giant war, der diesen Access Damage zugefügt hat oder ein Wizards oder ihr den Spell kontrolliert habt, also ein Spell das war, dann dürft ihr eine Karte ziehen. Sehr, sehr cool. Unsere Foil ist Kerevil Keneal Master. 5 Mana 4-4. Wenn er ins Spielfeld kommt, legen wir 2 Kreaturen. Ne, 2 Kreaturen kriegen +1/+0 und kriegen unsere Störbarkeit bis zum Ende des Zuges. Sehr, sehr cool eigentlich. Eigentlich ziemlich stark. Und unsere Karte von der Liste ist Terminate. Ein rotes, ein schwarzes. Wir zerstören eine Kreatur. Sie kann nicht regeneriert werden. Ja. Wie ich das finde, dass diese Special Frames in der Liste sind, ich finde es großartig. Es tut mir leid, es sagen zu müssen, ich finde es großartig. Wie findet ihr das? Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Blackseed. Ciao, ciao.